Aladdin und die Wunderlampe. Vor alten Zeiten lebte einmal ein alter Zauberer. Er hatte das Zaubern wohl 50 Jahre lang gelernt und war ein echter Meister der Magie geworden. Eines Tages entdeckte er eine neue Zauberformel. Kaum hatte er sie ausgesprochen, erschien ein gewaltiger Geist. Hast du mich gerufen? Hier bin ich. Was befiehlst du? So nenne mir das neueste Geheimnis dieser Welt. Nahe der Hauptstadt von China liegt in einer Höhle eine Lampe. Wer sie besitzt, ist der reichste Mann der Welt. Hier, nimm diesen Siegelring und lass dich von ihm leiten. So wirst du den Menschen finden, der die Höhle betreten darf. Es wird ein Knabe sein, und er heißt Aladdin. Der Zauberer machte sich sofort auf den Weg. Nach 5 beschwerlichen Jahren der Reise kam er in China an. Zu dieser Zeit war Aladdin gerade 15 Jahre alt. Der Zauberer wusste alles über Aladdin, denn er brauchte nur den Ring zu fragen. Dann hörte er die Stimme des Geistes, die ihm alles Wissenswerte erzählte. Der Zauberer entdeckte Aladdin in einer Gasse der Hauptstadt Chinas, lief auf ihn zu und umarmte ihn. Oh, Aladdin, mein Neffe, jahrelang habe ich dich gesucht. Endlich habe ich dich gefunden. Führe mich zum Haus deiner Mutter. Ich möchte das Haus sehen, in dem mein lieber Bruder gestorben ist. Hey, lass mich los! Ich kenne dich ja gar nicht. Was willst du sein? Mein Onkel? Das wäre mir ja ganz neu. Das glaube ich nicht. Lass mich los! Ach, Papperlapapp, hier, nimm meinen Beutel voll Gold. Natürlich bin ich dein Onkel. Wie siehst du überhaupt aus? Komm, wir wollen gehen. Ich will dir schöne neue Kleider kaufen. Jahrelang habe ich dich gesucht. Da werde ich wohl meinen einzigen Neffen noch etwas Geld geben dürfen. Als Aladdin das viele Gold sah, glaubte er dem Fremden beinahe. Du willst mir Gold geben? Wahrhaftig! Wer hätte schon von einem Fremden gehört, der Gold verschenkt? Ich glaube, du magst mich wirklich gern. Da muss echte Zuneigung dahinter stecken. Vielleicht bist du wirklich mein Onkel. Natürlich bin ich dein Onkel. Und reich bin ich auch. Ich werde dir einen schönen Kaufmannsladen einrichten. Nun komm, ich will auch noch Geschenke für deine Mutter kaufen. Nun ging Aladdin mit dem Zauberer, dem er jetzt voll vertraute. Höre, Aladdin, ich will dir einen Garten zeigen. Der ist so schön, dass du ihn nie vergessen wirst. Komm nur mit. Gern, lieber Onkel, aber ich darf nicht zu spät nach Haus kommen. Nun lockte der Zauberer Aladdin in einen großen Wald. Dort entzündete er ein Feuer und murmelte Zauberworte. Abra, Kadabra. Hochmalsora, Antapusta, Pomodora, Simsalabim, Erde, tu dich auf! Da wurde es plötzlich dunkel. Es donnerte und die Erde spaltete sich.
Onkel, was machst du da? Lass das! Ich hab Angst. Bring mich sofort nach Haus. Du bleibst hier, Aladdin. Lass mich los! Ich will nicht hier bei dir bleiben. Lass mich doch los! Aber der Zauberer hielt ihn fest und gab ihm eine ordentliche Ohrfeige. Au! Warum haust du mich? Du brauchst dich nicht zu fürchten, Aladdin. Oh. Hier unter dem Stein liegt eine verborgene Schatzkammer. Steige diese schmale Felsentreppe hinunter, so wirst du in drei prächtige Säle kommen, von dort in einen wunderbaren Garten. Geh eilig weiter, bis du zu einer Treppe kommst. Diese steige hinauf und hole die Lampe, die dort oben steht. Auf dem Rückweg darfst du von den Früchten des Gartens mitbringen, so viel du tragen kannst. Wenn du nur die Lampe hast. Nun, mein Sohn, nimm auch diesen Siegelring. Er wird dich vor jeder Gefahr schützen. Aber befolge meine Weisungen, denn sonst könnte es dein Tod sein. Warum holst du dir die Lampe nicht selbst und lässt mich gehen? In dem großen Zauberbuch steht geschrieben, dass nur du, Aladdin, die Lampe holen kannst. Es soll dein Schade nicht sein. Ich will dich reich belohnen. Nun gut, lieber Onkel, dann will ich es versuchen. Nun stieg Aladdin, Furcht und Neugier gleichermaßen im Herzen, die Treppe hinab. Er kam durch drei Säle in den Garten. Dort fand er die Lampe. Er sah sich ein wenig um. Die Bäume des Gartens funkelten in den herrlichsten Farben. Und Aladdin sammelte sich die Taschen voll mit Smaragden, Rubinen und Diamanten. Er ging eilig zurück. Am Ausgang erwartete ihn sein Onkel, der Zauberer, mit Ungeduld. Wo bist du so lange gewesen? Da, gib mir die Lampe. Sie behindert dich nur. Die Lampe hindert mich nicht. Hilf mir erst heraus aus diesem Loch, lieber Onkel. Ich helf dir nur heraus, wenn du mir die Lampe gibst. Nein, Onkel, erst will ich heraus. Ah, du elender Schurke, gib die Lampe her. Mein lieber Onkel, die Lampe scheint dir wichtig zu sein. Wenn du sie willst, so hilf mir heraus. Überhaupt, ich beginne zu überlegen, ob ich die Lampe nicht selbst behalte. Da geriet der Zauberer in unbändige Wut und er schrie Zaubersprüche. Abracanabra, abracanabra, hochsalmora, atapusta, pomodora, simsalabim, Erde, schließe dich! Da gab es einen Krach und die Erde tat sich zu. Zu Tode erschrocken stand Aladdin in der Finsternis. Blind tappte er im Dunkeln herum, aber er konnte auch nicht in die Säle zurück, denn der Zauberer hatte durch sein Machtwort alle Türen verschlossen. Nach drei Tagen und Nächten begann Aladdin zu beten. Als er die Hände faltete, rieb er aus Versehen an dem Ring. Da erschien plötzlich ein gewaltiger Geist. Hier bin ich, Herr. Befiehl, dein Diener gehorcht. Was verlangst du von mir? Aladdin erschrak heftig. Gott sei mir gnädig, wer du auch sein magst, ich bitte dich, bring mich sofort zur Erde zurück. Da hob ihn der Geist auf und habt ihr nicht gesehen, augenblicklich war Aladdin im Freien. Nun wanderte Aladdin zurück zur Stadt. Dort angekommen, erzählte er seiner Mutter die ganze Geschichte. Aladdin verlangte zu essen. Weil aber kein Stück Brot und kein Geld mehr im Hause war, zog Aladdin die Lampe hervor, um sie einem Trödler zu verkaufen. Als er aber daran rieb, um sie ein wenig blank zu putzen, erschien ein anderer, riesiger Geist. Musik
Ich bin der Diener dieser Lampe. Was immer du verlangst, ich gehorche. Patzblitz und verdammt nochmal. Ich bin von Geistern, so scheint's, umgeben. Wer hätte das gedacht? So, du lieber Geist, wenn du schon da bist, dann bring mir sofort eine gute Mahlzeit. Da flog die Türe auf und herein kamen schwarze Gesellen, die die feinsten Gerichte in Silberschalen herbeitrugen. Das ist ein Wunder. Das lasse ich mir gefallen. So ist das Leben angenehm. Von nun an lebte Aladin wie ein reicher Mann. Immer, wenn er einen Wunsch hatte, rieb er an der Lampe und beauftragte seinen Geist, dieses oder jenes zu besorgen. So vergingen die Jahre und Aladin war ein geachteter Jüngling geworden. Da erließ der Sultan des Landes den Befehl, dass jedermann in sein Haus gehen und die Läden schließen solle, denn die Prinzessin Bradula wolle sich ins Bad begeben. Als Aladin das hörte, ergriff ihn unbeschreibliche Sehnsucht nach der Prinzessin. Er versteckte sich an der Tür des Bades und es dauerte gar nicht lange, da kam die Prinzessin. Aladin sah ihr ins Gesicht und sein Herz erfüllte sich mit Liebe und Verlangen nach dem lieblichen Mädchen. Schweren Herzens ging er nach Hause. Aladin, mein Sohn, was bedrückt dich? Du siehst so traurig aus. Ach Mutter, ich habe die Prinzessin gesehen und es ergriff mich heiße Liebe zu ihr. Ich bin entschlossen, sie vom Sultan zur Frau zu erbitten. Aladin, bist du toll? Du musst von Sinnen sein. Wie könntest du die Tochter des Sultans heiraten? Du bist armer Leute Kind, vergiss nicht. Dein Vater war nur ein Schneider. Dir ist wohl nicht klar, dass der Sultan schon viele Prinzen und Könige, die um seine Tochter geworben haben, abgewiesen hat. Das ist mir ganz egal, liebe Mutter. Wenn du mich lieb hast, gehst du zum Sultan und wirbst für mich. Denn wenn ich die Prinzessin nicht bekomme, ich will nicht länger leben. An einem Geschenk soll es gewiss nicht fehlen. Ich habe Edelsteine, wie kein König der Erde sie besitzt. Du weißt es. Aladin gab der Mutter die bunten Steine, die er in dem unterirdischen Garten gesammelt hatte. Schweren Herzens ging sie damit zum Palast des Sultans. Nach Stunden des Wartens unter einer riesigen Menge von Bittstellern wurde sie von einem Sklaven zum Sultan gebracht. Was ist dein Begehr, Frau? Was wünschst du von mir? Ich komme, um für meinen Sohn Aladin die Hand eurer Tochter zu erbitten. Ein großer Wunsch, wie mir scheint. Auch siehst du nicht so aus, als seist du von königlichem Geblüt. Großer Sultan, ich bitte dafür um Verzeihung. Aber seht unsere Gabe. Mit diesen Worten enthüllte sie die Schale mit den Edelsteinen. Oh, welch ein Wunder. Welch Feuer und Glanz. Wie schön diese Steine sind. Großvezier, komm mal her, schau dir das an. Etwas Herrlicheres habe ich noch nicht gesehen. Mein Sultan, lasst mal sehen. Oh, erstaunlich, erstaunlich. Ja, wer solche vollkommene Schönheit schenken kann, der ist es wohl wert, meine Tochter zur Gemahlin zu haben. Liebe Frau, geh nur und sage deinem Sohn, dass ich seinen Antrag annehme. Aber er muss sich 3 Monate gedulden. Als die Mutter nach Hause kam, erzählte sie ihrem Sohn alles. Aladin war außer sich vor Freude und überglücklich verbrachte er die nächsten Wochen. Der Großvezier jedoch hatte seine eigenen Pläne. Er sprach zum Sultan: Großmütiger Sultan, ihr habt zwar der Frau die Zusage erteilt und die Juwelen genommen, aber ihr habt noch nicht gesehen, was ich euch zu bieten habe. Wenn eure Tochter meinen Sohn zum Mann nimmt, behaltet doch einfach die Juwelen. Nehmt meine dazu und gebt eure Tochter meinem Sohn zur Frau. Nichts würde sich ändern, außer dass ihr eine doppelte Anzahl von Juwelen bekommt. Großvezier, du bist ein schlauer Fuchs. Da mir die Juwelen das Wichtigste sind, können wir es so machen. Die Frau scheint mir aus bürgerlichem Hause. Ihren Sohn kenne ich nicht. Und was wollen die schon machen, wenn dein Sohn meine Tochter heiratet? Fürwahr, ein schlauer Plan.
So geschah es, dass nach einem Monat die Verlobung der Prinzessin mit dem Sohn des Großveziers angekündigt wurde. Als Aladin davon hörte, verfiel er in Traurigkeit. Als die Mutter von Aladin zum Sultan kam, war dieser in großer Verlegenheit und ersann eine List, um sie sich vom Halse zu schaffen. Ja, liebe Frau, es tut mir leid, aber ich muss euch sagen, dass der Sohn meines Großveziers eine größere Gabe geboten hat als ihr. Wenn euer Sohn meine Tochter haben will, so muss er mir noch heute 40 goldene Schalen bringen. Diese müssen mit Edelsteinen, die so groß und rein sind wie die ersten, bis zum Rande gefüllt sein. Jede Schale muss von einem schwarzen Sklaven hierher getragen werden und jeder Sklave muss von einem weißen Knaben begleitet werden. Sagt eurem Sohn, dass er noch heute meine Tochter zur Frau nehmen kann, wenn er diese Bedingung erfüllt. Bei sich dachte der Sultan, die bin ich ein für allemal los. Selbst der reichste König der Welt könnte diese Forderung nicht erfüllen. Aladins Mutter ging nach Haus und berichtete ihrem Sohn, was der Sultan verlangte. Nun dachte Aladin an seine Lampe. Er zog sie hervor, rieb an ihr und rief, lieber Geist der Lampe, beschaffe sofort, was der Sultan verlangt. Außerdem bereite mir ein wohlriechendes Bad. Schaffe ein Festkleid herbei, ein weißes Pferd und einige Beutel mit Gold. Aber beeile dich, denn ich will nicht zu lange warten. Was immer du befiehlst, ich gehorche. Es dauerte auch gar nicht lange und der Geist hatte alles herbeigeschafft. Und nun bewegte sich ein prächtiger Umzug zum Sultanspalast. Von allen Seiten strömte das Volk herbei und jubelte Aladin zu. Als der Sultan die wunderschöne Brautgabe sah, traute er seinen Augen nicht. Oh, unvergleichlich schön. Aladin, wo hast du nur die Steine her? So schöne Steine sind mir noch nie geboten worden. Nimm meine Tochter zur Frau. Allahs Segen sei mit dir. O Sultan, obwohl meine Sehnsucht nach der Prinzessin groß ist, so will ich ihr vor der Hochzeit erst einen Palast bauen, der ihrer würdig ist. Nach diesen Worten verabschiedete sich Aladin und ging zurück in seine Kammer. Er rieb an der Lampe und der Geist erschien. Was befiehlt mein Herr? Höre, Geist, errichte gegenüber dem Palast des Sultans ein Schloss. Es muss so schön sein wie kein anderes Schloss auf der Welt. Noch in dieser Nacht wird das Wunderwerk vollendet sein. Dein Wunsch ist mir Befehl. Am nächsten Morgen besuchte Aladin den Sultan. Guten Morgen, Sultan. Habt ihr schon aus dem Fenster gesehen? Warum sollte ich? Ich weiß, wie das Wetter ist und der Anblick ist mir bekannt. Sultan, ich wette meinen Kopf, dass dieser Anblick euch erstaunen wird. Da begab sich der Sultan zum Fenster und blickte hinaus. Was ist denn das? Wo kommt das Schloss her? Das grenzt ja an Zauberei. Sage, Aladin, ist das dein Werk? Das ist ja der herrlichste Bau, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja, Sultan, das ist das Schloss, in dem ich mit deiner Tochter wohnen werde. Komm mit mir, ich zeig dir die Räume. Nun führte Aladin den Sultan in das neue Schloss und zeigte ihm alle Räume. Dem Sultan wollten schier die Augen aus dem Kopfe fallen, denn solche Reichtümer hatte er noch nie gesehen. Großvezier, hole sofort die Prinzessin. Ich will, dass die Hochzeit jetzt gefeiert wird. Keine Minute soll verloren gehen. Und sage deinem Sohn, dass er sich nach einer anderen Frau umsehen soll. Nun wurde die Prinzessin mit viel Gefolge und Musik in das neue Schloss geführt. Aladin ergriff ihre Hand, küsste sie zärtlich und nahm sie in die Arme. Es wurde die prächtigste Hochzeit gefeiert, die China je gesehen hatte. Thank you.
Die Geschichte von dem Wunderschloss und der Hochzeit verbreitete sich über die ganze Welt. Und auch der Zauberer erfuhr davon. Nun wusste er, dass Aladdin nicht in der Schatzhöhle, wie er geglaubt hatte, begraben war, sondern wie ein Prinz lebte und im Besitz der Lampe sein musste, denn nur sie konnte solche Wunderwerke vollbringen. Das ärgerte den alten Zauberer und er schwor bei sich, »Ich muss die Lampe rauben. Aladdin will ich töten und die Prinzessin selbst zur Frau nehmen. Schon morgen werde ich nach China reisen.« Nun verkleidete sich der Zauberer als Händler und kaufte sich einen Wagen voll Öllampen. Damit zog er zum Palast von Aladdin. »Lampen, Lampen, Leute, wer tauscht alte Lampen gegen neue? Hierher, Leute, wer tauscht alte Lampen gegen neue?« Auch eine Sklavin der Prinzessin hörte sein Geschrei. »Wir haben hier auch eine alte Lampe. Mein Herr wird sich freuen, wenn ich dafür eine neue eintausche.« Die Sklavin nahm die Wunderlampe vom Schreibtisch ihres Herrn, lief auf die Straße hinunter und brachte sie dem Händler. »Hier hab ich auch eine alte Lampe für euch. Ihr bekommt sie aber erst, wenn ihr mir eine neue gebt.« »Ah, ein seltenes, ein altes Stück. Die nehme ich gern. Gib sie her.« Damit riss er sie gierig an sich und gab der Sklavin eine neue wertlose Öllampe. Kaum hatte der Zauberer die Lampe, die er sofort als die Wunderlampe erkannt hatte, so lief er so schnell in seine Beine trugen davon. In einer abgelegenen Tropfsteinhöhle verbarg er sich. Und als es dunkel war, rieb er an der Lampe. Da erschien der Geist. »Herr und Gebieter, was befiehlst du? Ich bin dein Diener und gehorche.« »Bringe sofort den Palast der Prinzessin mit allen seinen Bewohnern und mich selbst dazu nach Afrika.« Da hob die Zaubermacht der Lampe den Wunderpalast von seinem Platz. Und plötzlich stand das Schloss mitten in der Wüste Sahara. Als die Prinzessin am Morgen erwachte, erschrak sie zu Tode. Denn vor ihrem Fenster dehnte sich die Wüste aus und neben ihrem Bett stand der Zauberer und lachte. »Ja, meine teuerste Prinzessin, da macht ihr große Augen, was?« Und der Zauberer erzählte der Prinzessin, was sich zugetragen hatte. Da weinte die Prinzessin und dachte an ihren lieben Mann. Nun versuchte der Zauberer, mit schmeichelnden Worten ihre Liebe zu gewinnen, aber die Prinzessin hasste ihn nur umso mehr. Unterdessen herrschte in China große Bestürzung. Als am Morgen der Sultan aufgestanden war und er wie gewöhnlich ans Fenster trat, um das Schloss seiner Tochter zu bewundern, war dieses auf unerklärliche Weise verschwunden. »Wo ist das Schloss?« »Das Schloss ist weg. Aber wie kann das geschehen? Wenn das Schloss weg ist, ist meine Tochter auch weg. Großwesir, Großwesir, komm sofort hierher. Schau mal aus dem Fenster. Sag mir, kannst du das Schloss sehen?« »Beim Barte des Propheten, es ist verschwunden. Aber wie kann das sein? Gestern Abend habe ich noch gesehen.« »Das ist äußerst merkwürdig, mein Sultan. Aber ich habe es schon immer gewusst. Der Aladdin steht mit dem Bösen im Bunde.« »Eine andere Erklärung kann man sich gar nicht denken. Es muss so sein, wie du sagst, Großvezier.« Nun ließ der Sultan Aladdin gefangen nehmen und noch am gleichen Tage zum Tode verurteilen. »Aladdin, morgen wirst du sterben. Du hast mich und meine Tochter ins Unglück gestürzt. Nur du trägst die Schuld an ihrem Verschwinden. Ich werde dir den Kopf abschlagen lassen.« »Gnädiger Sultan, hört mich an. Gebt mir eine Frist von 40 Tagen. Sollte ich bis dahin eure Tochter nicht wiedergefunden haben, dann lasst mich in Gottes Namen hinrichten. Denn ohne sie ist mir mein Leben sowieso nichts wert.« »Diese Frist will ich dir gewähren. Mach dich auf und suche sie.« Nun irrte Aladdin Tag und Nacht durch die Wälder. Eines Nachts fiel er am Fuße eines großen Berges erschöpft auf seine Knie und betete zu Allah. Dabei rieb er aus Versehen an seinem Siegelring,
den er seit seinem Erlebnis in der unterirdischen Schatzhöhle immer noch am Finger trug. Im selben Moment erschien der Geist. Es war der gleiche, der Aladdin aus der Höhle befreit hatte. Was befiehlt mein Herr und Gebieter? Bei Allah, schon wieder ein Geist. Schön, dass du da bist, lieber Geist. Hätte ich dich doch schon früher gerufen. Hatte ich doch den Ring vergessen? Bring mich sofort zu meiner Frau. Das soll geschehen. Der Geist packte Aladdin und in wenigen Sekunden befand sich Aladdin in ihrem Schlafgemach. Es war mitten in der Nacht, aber die Prinzessin hatte wachgelegen und als sie Aladdin erblickte, war ihre Freude groß. Nun erzählte die Prinzessin all ihre Erlebnisse und sagte ihm, dass der böse Zauberer die Lampe immer unter dem Gewande trug, auch des Nachts. Als Aladdin das gehört hatte, verließ er das Gemach seiner Frau und rieb an dem Ring. Sofort erschien der Geist. Was befiehlst du, Herr und Gebieter? Beschaff mir ein Schwert. Ich brauche es, um dem Zauberer den Kopf abzuschlagen. Denn er hat die Lampe, die ich wiederhaben muss. Rasch, beeil dich! Der Geist brachte das Schwert, und Aladdin schlich sich in das Schlafzimmer des Zauberers. Dieser lag in tiefstem Schlaf und schnarchte. Das war eine günstige Gelegenheit. Aladdin hieb dem garstigen Zauberer den Kopf ab und bemächtigte sich wieder der Lampe. Dann befahl er dem Geist der Lampe, das Schloss sofort nach China zurückzutragen, und der Geist gehorchte. Am nächsten Morgen, als der Sultan auf den Balkon trat, traute er kaum seinen Augen. Allmächtiger! Das Schloss ist wieder da. Allah, deine Gnade ist groß. Großvezier, komm sofort und sieh dir das an. Was denn, O Sultan? Was soll ich mir ansehen? Da, sieh doch aus dem Fenster. Beim Barte des Propheten. Das Schloss ist wieder da. Gütiger Himmel, so lass uns eilen, damit wir die Prinzessin begrüßen. Nun gab es ein fröhliches Wiedersehen und es wurde ein Fest gefeiert, das 10 Tage dauerte. Danach lebte Aladdin in Glück und Frieden mit seiner Frau bis an sein Ende.